Jojojo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Wir machen heute weiter mit der nächsten Aufgabe, die ich mir gestellt habe. Und zwar die Eroberungsschlacht rund um dieses Gebiet hier. Melos soll ja mehr oder weniger verteidigt werden. Wir sind ja Spartaner. Das heißt, wir werden uns natürlich Sparta anschließen. Erstens ist es einfacher, weil es eine normal auf Normalstufe ist. Und zweitens ist es ist es eigentlich, weil ich mich nicht für Athen mischen für Athen anschließen möchte. Und wir müssen hier quasi den nächsten Kultisten holen. Das wäre Sokos, Götter der Ägäis. Das wäre dann der erste oder der nächste, den wir da holen wollen. Asterios haben wir schon und dann noch kommen die anderen so. Nach und nach hoffentlich. Los geht's. Die mächtige Adlerfrau. Ist es wahr, dass du eins der tödlichsten Schiffe auf See kommandierst? Allerdings. Und? Bist du auch bereit, es gegen die verfluchten Athener einzusetzen? Sie greifen unsere Flotte an. Eine Schiffsschlacht. Okay. Ich mache es. Die Athener werden bereuen, jemals ein Schiff bestiegen zu haben. Ich dachte, wir machen das auf dem Feld, aber scheinbar nicht. Naja. Alle Hinweise entdeckt. Warte mal, wir haben Kultisten entdeckt. Warte mal, Kultist. Wir können da einen aufdecken. Genau, das war jetzt der Plan. Sokos wäre das. Mit Level 45. Ich segelte an den Sirenen vorbei und in den Schlund des Poseidon. Die Wellen beugen sich mir in Angst. Yeah. Level 45. Ja. Und wie gesagt, die anderen bauen jetzt nach und nach damit auf. Dann haben wir nämlich den ja auch abgearbeitet, den letzten unentdeckten Weisen. Weil wir den nämlich fertig haben. Ja. Den müssen wir nämlich auch noch machen. Den müssen wir die Arena müssen wir das machen. Aber das ist alles so nach und nach jetzt. So, wo müssen wir jetzt angreifen? Die Truppe da vorne? Athena-Schiffe sind ja die blauen. Genau, ist ja auch angezeigt auf der Karte. Ne, Moment, das sind die blauen Roten. Scheiße, Athen. Sparta ist blau. Ich habe das falsche Schiff angegriffen. Ja, ja, ich will hier raus aus der Geschichte mal. Scheiße! Das war natürlich super toll, weil mich das Schiff nicht rausgelassen hat. Weil er mich so die ganze Zeit blockiert hat. Der ist nämlich stehen geblieben, weil ich stehen geblieben bin. Und der hat mich dann blockiert, als ich dann raus wollte. Ich wollte mich ein bisschen rausziehen aus der Menge. So, also nochmal. Wir gehen auf jeden Fall auf Kurs. Jetzt müssen wir also wie gesagt rote Schiffe angreifen und nicht die blauen. Die roten Schiffe sind Sparta, die blauen sind wir. Thank you.
Das Problem, ich habe ja nicht in Schiffe investiert. Das ist halt immer alles so ein bisschen scheiße. Na, ja, rechtlich können wir hier investieren. Ausdauer der Ruder. Ja. Ja, dramm mich. Gute Idee, Kollege. Kann ich das Schiff eigentlich mal reparieren, so nebenbei? Nee, kann ich nicht. Okay. Aber das Schiff sollte sich ja sehr mehr oder weniger, wenn ich aus der Schlacht raus bin. Sag mal, wir sind vor. Hä? Moment, ich. Ja klar, wir sind ja rot. Müssen wir jetzt blau doch tippen? Ja, wir sind ja rot. Wir müssen blau angreifen. So rum ist es richtig. Meine Fresse, Alter. Oder warte mal. Jetzt bin ich. Ich bin komplett. Ja, ich verlasse das Kampfgebiet. Lass mich in Ruhe. Athena. Das krieg ich noch. Ja, gut, okay. Ich weiß ja nur mal raus hier. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wir fahren doch für. Wir sind blau. Nein, wir kämpfen gegen Rot. Ja, ist doch richtig. Aber sollen wir wirklich so nah ran? Ja. Okay. Was Sokos? Ist er schon wieder rausgezogen, dass ich. Ja, hier wollte er hin, wollte ich hin. Scheiße! Aber ich weiß, dass Sokos da ist. Ich will ihn eigentlich gerne mal weniger. Was immer. Ich will eigentlich gerne den Typen angreifen. Warte mal, ich checke jetzt gerade erstmal ab, was wir genau angreifen müssen. Athena Triere. Okay, blau müssen wir angreifen, rot. Blau müssen wir angreifen.
Ja, wie soll der Tenor Schiffe versenken? Ja, das ist halt. Nein, du sollst nicht! Ich will das Schiff angreifen! Tschüss. Der ist schon mal weg. So, Auftrag abgeschlossen. Blaue Tränen auf See. 120.000 Erfahrungspunkte. WTF? Ach so, wir haben ja wieder weniger. Jawohl. Ich habe doch volle Energie größtenteils. Also die versetzt volle Energie, aber ich habe doch. Wir gehen immer noch drauf. Jo! Nächste Quest abgeschlossen. Wir haben. Weil wir müssen noch zwei Athener Schiffe zerlegen. Das ist ein und das ist der Kultist da hinten. Oh, shit. So, und jetzt muss ich mir. Jetzt hole ich mir Sokos. Nein. Wir hauen natürlich feste drauf. Ja, oh, der hat auf jeden Fall mal mitgekriegt, der Kollege.
Ja, doch immer mitgekriegt. Ich beziehe mich mal. Ja, der hat aber auch nicht mehr viel. Die schießen, wenn wir noch näher kommen. Oh, das war's mit dir, Sokos. Die Obsidian-Schlacht haben wir geschafft und den nächsten Kultisten haben wir platt gemacht. Yeah! Da ist der nächste schon wieder. Man wird davon singen, wie ich Poseidon mit seinem eigenen Dreizack erschlug und seinen Kopf den Haien vorwarf. Den können wir noch nicht ganz aufdecken. Wir sind aber fast, wie gesagt, durch. Wir haben jetzt fast Level 50. Also die zweite Quest haben wir jetzt mehr oder weniger. Oder zwei oder drei Quests haben wir jetzt, glaube ich, in einem Rutsch gemacht. Die haben wir jetzt mehr oder weniger. Ja. Abgearbeitet. Biokaste. Es sind alles Level 50er hier. Was machen wir die denn jetzt? Da unten. Genau, dann arbeiten wir uns hier durch. Machen die jetzt Feierabend. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge bei Assassin's Creed Odyssey. Und dann holen wir uns die nächste oder den nächsten Kultisten. Allgemein gesehen, nicht jetzt irgendwie. Hm?